Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Suntory Toki und Cheetah. Japanischer Whisky geht aktuell preislich komplett durch die Decke. Yamazaki, Hakushu, Hibiki, vor allem die mit Altersangabe, da kennt der Preis nur einen Weg und der ist aufwärts. Ja. Liegt halt einfach daran, dass die weltweite Nachfrage nach diesen Whiskys mit Altersangabe so groß ist und das Angebot eben so gering ist und es führt halt letztendlich zu diesen monströsen Preisen. Ist klar, dass Suntory, der größte Whiskyhersteller Japans, in gewisser Art und Weise reagieren muss und auch bezahlbare Whiskys auf den Markt bringt. Ja, zwei davon habe ich heute hier stehen, möchte ich euch vorstellen, den Toki und den Cheetah. Hier haben wir den Toki. Heißt übersetzt so viel wie Zeit, die dieser Whisky wahrscheinlich nicht hatte, denn er ist relativ günstig für den Japaner mit 30 bis 35 Euro, trägt keine Altersangabe bei dem Preis, wie alt wird er wohl sein. Gefärbt ist er, da kann man nichts drauf geben, er hat 43 Volumenprozente, gefärbt und kühl gefiltert. Wir haben hier einen Blend, das heißt eine Mischung aus Malt und Grain Whisky, gereift in Bourbonfässern, also was relativ Schlichtes. Was mir sofort aufgefallen ist, als ich die Flasche besorgt habe, diese Verkapselung hier, die fühlt sich an wie Stoff. Also das ist jetzt nicht Plastik oder so oder Zinn, das ist Stoff. Musst du da ein Kimono dran glauben? Mal schauen. Es gibt ja in Japan diesen Long Drink Cocktail, den Highball. Der wird ja auch mit Whisky gemacht. Vielleicht haben sie den hier rausgebracht, um eine Komponente für die Highballs zu haben. Die Flasche ist ziemlich schwer, wuchtig, hat was von so einem Rasierwasser. 43 Volumenprozente, ja, er fällt schon sehr, sehr hell aus. Die 43 Volumenprozente, die stechen ein bisschen in der Nase, was für mich immer so ein Zeichen davon ist, okay, 43 ist nicht viel, wenn der Alkohol sticht, dann ist der Whisky nicht wirklich alt. Und man riecht ja auch nicht viel. Man merkt ganz dezent diese Grain-Whisky-Note, also diese getreidige Note, die jetzt nicht unbedingt süßlich, malzig ist wie beim Malt Whisky, sondern eher so ein bisschen kerniger. Vielleicht auch dezent bitter hier. Also der Grain Whisky ist spürbar, eine gewisse Vanillenote ist da. An sich ist er, würde ich sagen, ja eher süßlich. Ich suche jetzt eine Frucht. Finde aber keine. Also der ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn ich den jetzt vergleichen müsste mit einem Schotten, den ich kenne. Also ich trinke keine Blends, vor allem nicht die günstigen schottischen. Da gibt es einen, den kann man sich mal gönnen. Ja, das ist der Cutty Sark, der kostet so um die 15 Euro. Das ist ein ganz schöner Blend aus Schottland. Von der Komplexität absolut ähnlich. Man hat hier nämlich auch leider nicht viel. Mal gucken, vielleicht im Geschmack. Slange. Ich hätte Kanpai sagen müssen, wir sind ja hier in Japan und nicht in Schottland. Eine gewisse Süße ist da, ja, eine gewisse Getreidenote. Vielleicht so ein Hauch von Birne als Fruchtigkeit. Ein bisschen jugendliche Schärfe merkt man noch ganz dezent im Hintergrund. Eiche, nope. Ja, vanillig, aber das trifft ja auf fast jeden Whisky zu, die Vanille. Ja, der Alkohol. Der switcht jetzt so ein bisschen, der kühlt tatsächlich so dezent die Nase, riecht sich so ein bisschen wie Eukalyptus. Das ist jetzt ganz schön, das muss man ihm lassen. Aber er ist wirklich sehr, sehr simpel, also wahrscheinlich haben sie den echt rausgebracht für die Highballs. Kann ich mir nicht anders erklären. Klar, um den Hibiki vielleicht in gewisser Art und Weise zu entlasten. Süßlich, bisschen Birne, bisschen Getreide, bisschen Vanille. Ansonsten nicht viel, aber war zu erwarten. So,
Der nächste und letzte für heute ist der Cheetah. Die Besonderheit bei dem Cheetah ist, dass er kein Single Malt Whisky ist, er ist auch kein Blend, er ist ein Single Grain Whisky. Also quasi dieser Whisky hier ist im Toki enthalten. Hier wird keine gemälzte Gerste verwendet, sondern verschiedene Getreidesorten und auch die Art der Destillation ist ein bisschen anders. Deswegen ist es kein Single Malt Whisky, sondern ein Single Grain Whisky aus der Brennerei Cheetah und das ist quasi deren Standard. Trägt ebenfalls keine Altersangabe. Ich habe im Internet so ein bisschen recherchiert. Da stand was von 6 bis 7 Jahren und Ex-Bourbon, Ex-Sherry und Ex-Weinfässer, die hier mit 43 Volumenprozenten abgefüllt würden. Das klingt von der Papierform schon mal ganz nice. Mal gucken, wie der Whisky letztendlich ist. Ich kenne ihn schon. Ist aber auch schon wieder ein paar Tage her. So sieht die Flasche aus. Die ist leer. Das liegt daran, dass ich hier noch so einen Rest in einem Sample habe. Damit es da nicht unnötig in der Flasche oxidiert, habe ich das eben umgefüllt. Ja, ich kenne den Whisky. Ich hatte den in meiner letzten Live-Blindverkostung auf Facebook. Da hat er quasi den Einstieg symbolisiert. Der war der erste von dreien. Ich glaube, einer hat ihn sogar erraten und er kam ganz gut weg an dem Tag. Ach, ich habe ja hier ein frisches Glas. Nehmen wir lieber das. Besser. So, auch hier 43 Volumenprozente. Der fällt extrem hell aus. Santori, da ist es bekannt, dass gefärbt wird. Also, der kommt mir vor, als wäre er nicht gefärbt, weil er einfach so hell ist. Und wenn er dann tatsächlich gefärbt ist, alter Verwalter. Also, dann hat das Ding ja gar keine Farbe gekriegt. Ja, ich fand den in der Blindverkostung schon ziemlich nice. Ich finde ihn auch jetzt nice. Der ist ganz fein und ganz zart und diese Grain-Whisky-Note, die ist jetzt zum Beispiel nicht so bitter wie in dem Toki. Die ist ja auch ganz fein und zart, hat auch so was Birniges, riecht nach Naschi. Eine schöne cremige Vanille mit dabei. Und alles sehr, sehr fein. Ich bilde mir da öfter mal hier so einen Hauch von Rauch ein. Der Cheetah hat keinen Rauch. Das ist hier wahrscheinlich so eine extrem aromatische, leichte Eichenholznote, die ich da im Hintergrund vernehme und die erinnert mich eben an Rauch, aber es ist kein Rauch. Also schön so was Aromatisches da hinten dran. Er ist eigentlich ziemlich fruchtig für einen Grain Whisky, muss ich ganz ehrlich sagen. Und blind, ja, ich glaube, ich habe bei der Blindverkostung eine Weile gebraucht, bis ich den Grain Whisky hatte, weil der halt vordergründig erstmal extrem fruchtig ist und erst da hinten dran hat man dann ein bisschen deutlicher den Grain Whisky. Aber der ist schön, der ist echt nice und angenehm. Kampai. Auch der erste Antritt ist sehr, sehr fruchtig. Man hat so, ja, so typische Zitrusfrüchte. Vielleicht ist es eine Kiwi, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es eine Birne. Dann, ja, dann so Richtung Abgang. Da kommt dann eine dezente Bitterkeit, so eine getreidige Bitterkeit. Das ist dann halt eben der Grain Whisky, diese Getreidenote. Ist auch schwierig zu sagen, wonach schmeckt Grain Whisky. Letztendlich kommt es halt auch immer auf die Getreidemischung an. Hat man in der Mischung relativ viel Mais, ist das Ganze natürlich sehr süß, riecht sich so ein bisschen karamellig. Hat man jetzt einen erhöhten Roggenanteil in der Getreidemischung, dann wird das Ganze ein bisschen würziger. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, wonach riecht Grain Whisky. Hier ist es ein bisschen herber, vielleicht Weizen, schwierig. Also hier wird leider nicht aufgeschlüsselt, was, wie viel von welchem Getreide wo drin ist. Aber er gefällt mir. Die Nase ist toll, schön frisch, leicht fruchtig, leicht cremig, vanillig. Schön. Ja, wenn wir jetzt mal die zwei preisgünstigen Japaner hier Revue passieren lassen, der Toki, der keine Zeit hatte, weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass man den braucht. Es gibt Vergleichbares in Schottland für die Hälfte des Geldes. Lässt sich wirklich so in die Kategorie Blended Scotch Whisky aus dem Supermarkt schieben. Er ist qualitativ wahrscheinlich gut produziert, aber es kommt dann im Endeffekt nicht viel bei rum. Der Name ist Programm Toki Zeit. Der Whisky hatte eben keine. Hat mir nicht so gefallen. Viel besser fand ich da schon den Cheetah. Das ist eigentlich für einen Single Grain Whisky. Ist er ein bisschen untypisch, weil er unheimlich frisch fruchtig ist. Hat mir gut gefallen. Ein bisschen ein Problem sehe ich im Preis. Der liegt so bei 45 bis 50 €. Ich sehe den eigentlich eher so auf dem Level von dem Toki. Würde er um die 35 kosten, würde ich mir da bestimmt immer mal wieder ein Fläschchen holen. Ja.
Empfehlung von mir, wenn ihr nie einen japanischen Whisky im Glas hatte, holt euch vom Konkurrenzunternehmen Nikka den From the Barrel. Der kann eigentlich alles ziemlich gut. Das ist für mich so das Preis-Leistungs-Wunder und ich muss mir den in einem Video auch unbedingt mal vornehmen, weil das ist so eine Flasche, die ich mir immer mal wieder hole. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen zu japanischen Whiskys unten in die Kommentare rein. Das würde mich interessieren. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!